Da schauen wir uns zunächst mal einen Algorithmus an, der Bubble Sort heißt. Wie sieht dieser Algorithmus aus? Das möchte ich mal demonstrieren mit dem Hamster. Der Hamster soll uns nun mal zeigen, wie der Bubble Sort Algorithmus funktioniert. Und zwar macht er das, indem er diese Körnerhaufen hier sortiert. Gleich vorweg, das Programm, was sich dahinter verbirgt, ist ein objektorientiertes Hamsterprogramm. Hier gibt es mehrere Hamster, das werden wir uns aber auch gar nicht anschauen. Hier gibt es mehrere Hamster, die ja bestimmte Befehle ausführen können, und sie kennen halt all die Befehle, die der normale Hamster, den wir ja bisher kennen, auch kennt, aber auch noch zusätzliche Befehle, das vorweg. Ich führe das einfach mal aus. Was der Hamster jetzt machen soll, ist, er soll die Körnerhaufen hier in aufsteigender Reihenfolge sortieren, sodass hier dieser kleinste Körnerhaufen hier liegt. Der größte Körnerhaufen ist, glaube ich, der nach dahin transportiert wird. Und hier in dieser Reihenfolge die Körnerhaufen immer größer werden. Starten wir das Programm mal. Textuelle Erläuterung. Hier sehen Sie einen neuen Befehl. Es gibt einen Schreibbefehl und einen Liesbefehl. Wollen wir nicht haben, weil ich erläutere das schon. Hier gibt es drei Hamster. Ich mache mal Stopp. Beziehungsweise vier Hamster. Der hat aber keine Funktion. Der Hamster ist der Hamster, der rote, der jetzt das eigentliche Sortieren vornimmt. Der Hamster, der grüne, der markiert einen bestimmten Bereich, der bereits sortiert ist. Und dieser gelbe Hamster, der zeigt an, ob beim Durchlauf, diese Körnerhaufenmenge wird jetzt vom roten mehrmals durchlaufen, ob beim Durchlauf ein Tausch, beim Bubble Sort wird nämlich getauscht, ob ein Tausch stattgefunden hat. So deutet das Minus an, hat nicht stattgefunden. Und wenn er nach oben guckt, deutet das an, es hat ein Tausch stattgefunden. Und immer wenn in einem Durchlauf ein Tausch stattgefunden hat, dann muss der rote Hamster nochmal ran. Lassen wir den Hamster also mal weiterlaufen. Zunächst zählt der rote Hamster jetzt, wie lang diese Körnerreihe ist. Jetzt begibt er sich ans Ende und vergleicht jetzt hier nebeneinander liegende Körnerhaufen. Ja, der im Objektorientieren, das ich halte nochmal an, kann dabei der Hamster sehen, wie viel Körner. Im objektorientierten Hamstermodell kann der Hamster sehen, wie viel Körner auf einem Feld liegen. Er muss sie nicht mehr durch entsprechende Nimm-Gib-Befehle jeweils aufnehmen und ablegen. Das nur vorweg. Und er hat gesehen, hier liegen 5 und hier lagen 6. 5 ist aber kleiner als 6, also tauscht er diese beiden Körnerhaufen. Legt also hier 5 ab unter 6. Machen wir ein bisschen langsamer am Anfang. Jetzt vergleicht er die beiden. 1 ist kleiner als 5, also muss er nicht tauschen. 1 und 9, 1 ist kleiner als 9, also muss er diese beiden Haufen tauschen. Legt also das eine Korn da ab und die 9 da. Im nächsten Schritt vergleicht er die beiden. Wichtig ist, hier hat jetzt ein Tausch stattgefunden, also guckt der Hamster schon mal nach oben. Jetzt vergleicht er den und den. 1 ist wiederum kleiner als die Menge, also wird die 1 nach vorne transportiert. Jetzt vergleicht der nächsten Schritt 1 mit 2. 1 ist kleiner als 2, also wird 1 nach vorne transportiert und 2 hier hingelegt. Das können wir ein bisschen schneller stellen. Jetzt vergleicht er 1 mit 2 wieder und so weiter. Letztendlich, ja, Sie ahnen es schon, wird der kleinste, durch das fortwährende Tauschen, wird der kleinste Haufen nach ganz vorne gelegt. Das heißt, dieser Hamster markiert jetzt den Bereich, der sortiert ist. Ja, und jetzt fängt der Hamster erneut an. Bringt jetzt oder durchsucht jetzt den Bereich bis hierhin. Hier ist ja der kleinste Wert, den muss ich nicht mehr betrachten. Ich muss jetzt also quasi den zweitkleinsten Körnerhaufen suchen. Und durch den fortwährenden Tausch wird der zweitkleinste Körnerhaufen hier hingelegt. Hier ist die 2, ist kleiner 3, das heißt die 2 wird schon mal da eingelegt. Aber jetzt entdeckt der Hamster, hier gibt es noch einen Körnerhaufen der Größe 1. Dieser hier wird getauscht
Es hat ein Tausch stattgefunden, ganz wichtig. Deswegen muss der Hamster nochmal dran. Wenn in einem Durchlauf kein Tausch stattgefunden hat, das heißt, wenn nach einem Durchlauf dieses roten Hamsters, der immer noch so steht, ja, wenn kein Tausch stattgefunden hat, dann ist ja die Sortierung letztendlich abgeschlossen, weil dann in der entsprechenden Reihenfolge die Körner liegen. Dafür gibt es diesen Hamster. Jetzt lassen wir den Hamster mal ganz schnell arbeiten. 2 ist kleiner, 2, 2, trennen wir den dahin, dahin. Hat ein Tausch stattgefunden. Und wir schauen ihm einfach mal bei der Arbeit zu. Tausch stattgefunden, jetzt nicht. Aha, Tausch stattgefunden. Der dreht sich also nach oben. Muss also nochmal ran. Es hat kein Tausch mehr stattgefunden in diesem Durchlauf. Das bedeutet, dass die Körner sortiert sind und damit ist das Programm beendet. Diesen Algorithmus, den übertragen wir jetzt einfach mal in die Java-Welt. Hier gibt es die boolsche Variable Tausch stattgefunden, die für diesen die quasi diesen gelben Hamster repräsentiert. Und Anzahl sortierte Zahlen, das ist im Prinzip eine Variable, die diesen grünen Hamster repräsentiert. Die zeigt nämlich an, bis zu welchem Bereich die Zahlen jetzt schon sortiert sind. Am Anfang wird Tausch stattgefunden auf False gesetzt. Jetzt wird in der Vorschleife durchlaufen von längs minus 1, in diesem Fall nehmen wir uns dieses Beispiel her, 4, und es wird durchlaufen der Bereich bis Anzahl sortierte Zahlen. Das ist in diesem Fall 0. Und es wird immer verglichen, if Zahlen von i kleiner Zahlen von i minus 1. Das ist, ich wechsle mal hier in den Stift, hier der Fall. Das heißt, hier würde jetzt getauscht. Das heißt, ich schreibe jetzt hier mal den Wert 7 rein und hier den Wert 1. Und das andere bleibt gleich, 2, 5, 3. Jetzt wird in der Vorschleife betrachtet, werden diese beiden Indizes betrachtet, i und i minus 1. I ist jetzt auf 3, i ist ja hier minus minus gerechnet worden. Jetzt werden betrachtet i und i minus 1, also 3 und 2. Und es wird hier verglichen, if Zahlen von i kleiner Zahlen von i minus 1. Es ist der Fall, also wird getauscht. Schauen wir uns diesen Tausch jetzt mal genauer an. Es gibt hier einen Speicher, in der Zahlen von i reingeschrieben wird. Das heißt, hier wird irgendwo 1 vermerkt, dann wird Zahlen von i durch Zahlen von i minus 1 überschrieben, also prinzipiell wird hier eine 3 reingeschrieben, wird überschrieben, und ich hätte mir die aber zum Glück gemerkt im Speicher, wird Zahlen von i minus 1 auf Speicher gesetzt, also 1. Die anderen bleiben gleich. Sie erahnen schon, durch das fortwährende Tauschen steht irgendwann die 1 hier vorne. Hier stehen die 2, 5 und die 3 und die 7. Mal eben kontrollieren. Hier werden die getauscht, dann steht die 1 da. Prinzipiell wird halt nur die 1 nach ganz vorne geschoben. Tausch hat aber stattgefunden. Anzahl sortierte Zahlen wird erhöht. Das heißt vorne, die erste Spalte muss ich mir jetzt nie mehr anschauen. Es wird ja immer nur bis Anzahl sortierte Zahlen durchlaufen. Ja, und dann wird Tausch stattgefunden auf False gesetzt und entsprechend der Algorithmus weiter durchgeführt. Das war der Bubble-Sort-Algorithmus.